Corona, 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 Corona. Ein Virus legte uns lahm, da wurden wir ganz, ganz zahm. Wir bedeckten den Mund und die Nase und sahen so aus wie ein Hase. Wir bedeckten den Mund und die Nase und sahen so aus wie ein Hase. Das Virus hat uns alle entfernt, doch wir haben alle gelernt. Wir hielten 2 Meter Abstand und wir hielten alle den Rand. Wir hielten 2 Meter Abstand und wir hielten alle den Rand. Corona, 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 Corona. Es übersprang alle Landesgrenzen, das muss man immer ergänzen. Dort wütete es mehr als bei uns. Dort hatte es einfach mehr Wumms. Dort wütete es mehr als bei uns. Dort hatte es einfach mehr Wumms. Und es tötete sehr viele Leute. Das tut es bestimmt auch noch heute. Man kann froh sein, dass man noch lebt und dass man noch zu leben versteht. Man kann froh sein, dass man noch lebt und dass man noch zu leben versteht. Corona, 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 Corona. Corona, 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 Corona. Minsk und Hongkong. Minsk und Hongkong, Hongkong, Hongkong und Minsk. Ich bewundere die Menschen dieser Städte, wenn ich doch nur auch so viel Mut hätte, dann würde ich nach Minsk und Hongkong fliegen und würde dabei helfen, dass sie siegen. Zuerst nach Weißrussland und seinen tollen Frauen, die mich mit ihren Einfällen erbauen. Noch selten sah ich so viel Bürgerinnen, die schon durch ihren Anblick sehr gewinnen. Sie werden Lukaschenko schon vertreiben. Er wird nicht lange mehr im Amt verbleiben. Dann wird es ein unter ihnen übernehmen. Das wird die Wahlfälscher im Lande lähmen. Minsk und Hongkong, Minsk und Hongkong, Hongkong, Hongkong und Minsk. Dann ab nach Hongkong zu den stolzen Demonstranten. Sie demonstrieren, als ob sie keine Furcht je kannten. Sie kämpfen gegen Pekings Okkupanten, die ihren Freiheitsmut enorm entbrannten.
Die EU, die muss sie wirksam unterstützen, statt mit dem Schweigen Peking nur zu nützen. Wir sind mit seinen Herrschern zu geduldig, das macht uns vor den Hongkongern nur schuldig. Doch die EU ist zu schwach, es laufen bereits die Verhaftungswellen in Minsk und Hongkong. Minsk und Hongkong, Hongkong, Hongkong und Minsk, Hongkong und Minsk. Nawalny, 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 Alexei Nawalny. Ich bring ein Hoch als Liedermacher auf diesen tapferen Widersacher. Er macht mir Mut in schweren Tagen, auch einmal etwas einzuklagen. Er pfeift auf Putins KGB, die tut ihm in der Seele weh, will in sein Innerstes eindringen und ihn mit Nervengift umbringen. Nawalny, 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 Alexei Nawalny. Ein Hoch auch auf die Medizin, die Ärzte hier versorgten ihn. Jetzt ist er wieder fast gesund, macht unsere Putin-Freunde rund. So ist es gut, so soll es sein, in klare Gläser, klaren Wein. Und kippt er noch die Nord Stream 2, wird die EU des Lebens froh. Nawalny, 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 Alexei Nawalny, Nawalny.